Ja, hallo Gerhard, wir sind am Stand von Zubin auf der Messe Linz und habe gesehen, Kartig, neu, habe ich schon mal gehört, in England scheinbar sind die recht bekannt, bei uns bisher noch nicht. Was hast du da mitgebracht, was habt ihr im Programm? Kartig ist eine auch für uns relativ neue Marke, haben wir seit das dritte Jahr jetzt im Programm und eben parallel zum Öhlins, um eine gute Alternative zu haben für die Rennsportfreaks und Rennstreckenfahrer. Und stammen tut das Ganze aus England, wo eben auch die Heimat des Motorsports irgendwo ist. Und dadurch hat die Marke selber schon sehr gute Erfahrungswerte, bringt es mit dem aus Serien wie der British Superbike oder auch Nordwest 500, also den echten Straßenrennen noch, die es da drüben gibt, wo auch sehr viele Erfahrungswerte gesammelt werden und die fließen dann ein in die Entwicklung von den Kartech-Produkten. Okay, schauen wir uns das Federbein vielleicht ein bisschen genauer an. Was hat es zu bieten? Was sind vielleicht so die Eigenheiten gegenüber anderen Modellen am Markt? Was sind die Besonderheiten? Das Federbein basiert auf einem Zweirohrprinzip mit Einstellmöglichkeiten, die für den Kunden sehr gut überschaubar sein sollen. Wir haben einmal Druck- und Zugstufe einstellbar, nicht getrennt in Low- und Highspeed, um es einfach und verständlich zu halten. Und zusätzlich eben diesen Bypass-Versteller, der mir parallel die Kennlinie nach oben oder unten verschiebt, um das Federbein relativ schnell auf unterschiedlichste Streckenbedingungen abstimmen zu können. Gut, ich glaube, bei Öhlins ist das DTX-Modell das Top-Modell. Das ist hier euer Top-Modell. Auf welchem Leistungsniveau könnt ihr fahren? Was darf sich der Kunde erwarten? Was darf man sich erwarten von den Produkten? Von der Performance her sehen wir uns mit Sicherheit auf Augenhöhe mit Öhlins 1:1, weil sich von der Seite her nichts wegtut. Wir können dort auf jeden Fall konkurrieren. Was auch die Erfolge in der AMA Superbike, in der britischen Superbike und auch mit unserem deutschen Meistertitel in der Supersport 600 mittlerweile nachweisbar belegen. Okay, das heißt, wenn das gleich gut ist, wird es wahrscheinlich auch gleich viel Geld kosten, liege ich da richtig? Exakt richtig, wir haben genau den gleichen Preislabel bei einem zumindest gleichwertigen Produkt. Es gibt beim KTech nur CNC-gefräste Teile, es ist keine Großserientechnik drinnen. Und was auch wichtig ist, KTech fertigt nur Rennsportfederbeine. Es ist nie ein Kompromiss, dass ein Straßenfederbein auch auf der Rennstrecke funktionieren muss, weil diese Federbeine werden rein nur für die Rennstrecke getestet, entwickelt und dafür gebaut. Deswegen funktioniert es auf der Rennstrecke von der ersten Minute an. Okay, dann schauen wir uns vielleicht noch das andere Ende vom Motorrad an. Was könnt ihr für die Gabel anbieten? Ich glaube, da gibt es was Günstigeres und das ist die Top-Modell-Geschichte. Genau, für den Einstiegsbereich haben wir ein Open-Cartridge-System mit einer 12 mm Kolbenstange für bezahlbares Geld oder eines der günstigsten Cartridge-Systeme überhaupt im Bereich von 1200 Euro. Und für die Top-Fahrer, für den Top-Level, das auch bis in die Weltmeisterschaft hochgefahren wird, ist eben dann das Closed Cartridge, ein geschlossenes System, das zum Unterschied von anderen Herstellern nicht mit Gasdruck arbeitet, sondern die Druckbeaufschlagung durch eine Feder erfolgt. Mit dem hauptsächlichen Vorteil, dass dieses System temperaturunabhängig ist. Überall, wo Gasdruck vorhanden ist, ändert sich mit der Temperatur auch der Druck im System und somit die Funktion. Bei unserem Federbeaufschlagten, die Federkraft ist immer gleich hoch, ob das System warm oder kalt ist, deswegen eine konstantere Funktion über den ganzen Rennverlauf. Okay, es ist natürlich dieses ganze Vorwegsthema ein bisschen eine Wissenschaft. Bei euch, bei der Firma Zubin, weiß man, dass ihr da viel Know-how habt. Aber wie können jetzt wir Österreicher, wie dürfen wir das vorstellen? Jetzt kaufe ich mir so ein doch recht kostspieliges Vorwerk, fahre auf der Rennstrecke, bringe nichts zusammen. Wie könnt ihr mir da Support bieten? Wie läuft das in der Praxis ab? Das schaut eigentlich für 2012 sehr gut aus, weil wir mit eigentlich vier Veranstaltern in Österreich, die Rennsportveranstaltungen organisieren, Vereinbarungen gemacht haben, dass wir dort mit unserem Service selber vor Ort sein werden. Das ist eben der Superstock Cup beim GH Moto, dann sind wir beim BCBR, beim Suzuki Challenge dabei, bei BTR sind wir dabei und noch vereinzelt auch bei anderen Veranstaltern. Das heißt, unsere Kunden treffen uns dann tatsächlich vor Ort an der Rennstrecke und können dort die letzte Feinabstimmung noch von unseren Technikern durchführen lassen. Gut, das heißt, ich werde mir sofort ein Fahrwerk für euch kaufen und möchte aber eine Rundenzeitgarantie dazu erwerben. Wenn nicht, muss der Mann vor Ort an der Rennstrecke das sofort für mich richtig einstellen, oder? Rundenzeitgarantie können wir nicht geben. Wir können die Bedingungen schaffen dafür. Die Rundenzeit wird aber immer noch an dem Drehgriff am rechten Lenkerende eingestellt.